Und Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie haben Beatmusik gehört, Ja, hatten lange ja, Haare. ja, ja. Wurde man da schon mal schief angeguckt, gerade in so einem kleinen Ort? Ja, das war eigentlich später in Trier. Natürlich gab es eine ganze Reihe Menschen, die einem da schon komisch angeschaut haben, ne? Längere Haare, die Art der Musik, auch wenn man von Musik was versteht, auch die Art der Instrumente, ne? Wenn man Klavier spielen lernt zu Hause oder Geige, um was sehr wertvoll ist, ne? Was ich für ganz toll halte, gab es ja damals so diesen Sound mit den Elektrogitarren und auch vom Schlagzeug her war das ja so als Drummer, ne? So am Schlagzeug, war das ja ein anderer Sound, der da aufkam, der so ein Stück weit auch politisch motiviert war. Auch der Auftritt mit längeren Haaren war ja so ein Stück weit ein Protest, der sich ja nicht nur in Deutschland jetzt abgespielt hätte. Ne? Also englische Bands waren damals angesagt, eher noch als amerikanische, ne? Von Beatles, Stones, ne? Was es alles so gab, vom Rhythm Blues bis Soul. Ne? Und das Ganze war schon sehr interessant, so vom Sound her. Das Verständnis der Menschen, ich habe gerade das Verständnis für junge Menschen haben, war ja nicht sonderlich ausgeprägt im Zusammenhang mit dieser Musik. Und ich habe mir damals mal vorgenommen, sollte ich selbst jemals Kinder haben, werde ich versuchen, Musik zu verstehen.